Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir müssen fischen. Ich hatte gerade zum Frühstück ein paar oder zum Abendessen ein paar Millionchen gegessen. Und wir müssen fischen. Wir brauchen Fisch, also Haifisch, also Haiköder, ne, ihr wisst schon, damit wir nicht gefressen werden so schnell. Und dann erst kann ich mich wagen, hier in die Tiefen runterzutauchen, um der Insel ihre Habseligkeiten zu berauben. Jawohl. Dann können wir uns auch gleich zur nächsten Insel aufmachen. Ich möchte auch mal probieren, ob das möglich ist. Eine Möwe? Tatsächlich? Tatsächlich? Okay. Damit habe ich jetzt gerade nicht so gerechnet. Aber ja, ich habe es geschafft, eine Möwe zu killen. Dann war das tatsächlich damals Buggy? Weil das jetzt so viel einfacher geht? Federn und Fleisch. Roher Geflügelschenkel. Kann ich das jetzt auch in den Topf schmeißen? Hm. Ich habe noch nie Hühnchen gehabt. Muss ich da beim Forschertisch? Nee, oder? Das ist ein Blödsinn, oder? Doch. Na. Oder nein, doch? Na, geht nicht zum Erforschen. Da gibt es dann wahrscheinlich ein Gericht dafür. Ah, ich kann es ja braten, ich Trottel. Ich hau's mal auf den Grill. Dann habe ich Grillhähnchen. Nom nom. Habe ich Platz für den Lachs? Nein, aber ich wollte sowieso die Schüsseln. Die Schüsseln wollte ich sowieso mal da reinschmeißen. Mit Schwung. So wie die Erdopfel und die Ruben. Die kommen auch da rein. Genauso wie der Fisch, weil Makrele brauche ich nicht. Ne? So und so ein bisschen, dass er ein bisschen ordentlich ist. Und dann... Hihi. Jawohl! Bald gibt es Hähnchen. Lecker. Nom nom. Ich bin ja schon wieder hungrig. Alter, die Alte kann da essen, ha? Habe ich Blanken mit? Normal schon. Ich würde da gern... So, jetzt kocht es endlich. Nom 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 nom. Wie cool. Jetzt gibt es mal gebratenes... Vogel-Ding. Fleisch. Essen. So, apropos Möwe. Die bauen da jetzt schon brav. Aber hier ist immer noch leider kein... kein Ei. Wahrscheinlich, weil ich es jetzt auch umgebracht habe. wird da nichts mehr draus. So, eins, zwei, drei Karottis. Karotten, ja. Kartoffeln. Ich bin auch eine Karotte. So. Süßwasser. Ja, ja. Und Metall. Ich brauche Dinge. Ich brauche alles. Alles sofort und auf einmal und zugleich. Und ich wollte fischen. Und ich komme schon wieder nicht dazu. Das ist ja... Hey, das ist eine Möwe. Die frisst mir gerade die Sachen weg. Alter, ich komme nicht schmeißen gerade. So, langsam. Die Möwe ist eh schon wieder weg. Aber jetzt geht das ganz gut mit dem Killen. Vielleicht war ich... Meine Melone ist weg. Vielleicht war ich echt nur ein Opfer. Ich habe mir meine Melone weggefressen. Dieses Mistviech. Ich weiß, ich bin selber schuld. Ich hätte müssen eine Vogelscheuche vorbauen. Also sind die voll aggressiv, die Viecher mittlerweile. Dürfen die das? Ich bin nicht dafür. Ehrlich gesagt. Ich bin da überhaupt nicht dafür. Vielleicht sollte ich die irgendwie schützen. Vielleicht kann man ja mal mit Glas so eine Art Glashäuschen bauen oder so. Dass ich die Pflanzen dann besser beschützen kann vor diesen Viechern, weil das ist ja mega lästig. So. Schluck. Und zack, 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 zack. Na, so, jetzt. Und gießen und gießen und gießen. Hoppala, da habe ich vergessen, eine einzupflanzen. Wie konnte ich nur? So. Gießen, gießen. So, bist du fertig? Nein. Dann hier. Mann, das dauert jetzt wieder, ne? Entschuldigung, aber, das muss auch mal sein. So, der Rest ist für uns. So, schön saufisauf. So, und einmal voll machen. So, und jetzt kann man fischen. So, ich bleib mal da stehen. Wenn die Möwe kommt, dann kriegt sie wieder eine geballert. Jawohl. Da kenne ich nix. Sauf ich.
Jetzt habe ich gedacht, das beißt einer an, aber war das jetzt natürlich der Haifisch? Ich meine, wenn man umhauen, das Mistviech, ist ja auch wurscht irgendwie. Weil, dann hätte man auch Ruhe. Ah? Hühnchenfleisch. So. Yeah. Das geht ganz gut. Vielleicht war ich wirklich Opfer eines Bugs. Die ganze Zeit. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich bin Opfer eines Bugs gewesen. Ich arme kleine Zuckerbraut. Ja. Tja. Glaubt mir kein Mensch. Gut. Fischen. Aber die Möwe ist selber schuld. Hätte sie mir anständig ihre Eier überlassen, einmal welche bekommen überhaupt und mir die überlassen, hätte sie leben dürfen. Aber so kenne ich nichts. Nein, nein. Der schöne Vollmond. Du bist schuld, dass ich nicht schlafen kann in der Nacht. Ja, genau du. Ja, ist so. Bin vollmondsüchtig. Ah ja, jetzt ist die Angel hin. Ja, Gott sei Dank. Können wir uns vielleicht eine neue bauen? Dafür brauche ich einen Bolzen. Ich glaube, das habe ich sogar. Schrott, das habe ich nicht. Meh. Ja. Ne? Ich glaube, das kann ich vergessen mit dem... Ah. Mit dem Haiköder. So. Zack. Zack, zack, zack. Blanken, blanken, blanken. Zack, zack. So. Das kann ich vergessen. So. Zack, zack, zack. Zack. Weil zum Ausbau unseres Floßes habe ich ja den gesamten Schrott nämlich noch verbraucht. Brav, wie ich bin. Mhm. Ja, was will man mehr? So. Gut. Gebratene Geflügelschenkel aufnehmen. Ja, dann werde ich die gleich mal probieren, oder? So, lecker Grillhändel zum Frühstück. Nom, nom, nom. Ja, ist in Ordnung. Wahrscheinlich gibt es auch dann irgendwann mal ein Rezept dafür. Ich könnte ja mal probieren, ne? Ich könnte es ja mal probieren, ob man daraus so eine Gemüsebrühe machen kann. Geht wahrscheinlich eh nicht, ha? Kann man das wahrscheinlich doch nur braten? Ich weiß es nicht, ob man so eine Gemüsesuppe wollte ich machen, ne? Ah, warte. Vielleicht, wenn ich noch eine Rübe dazu gebe. Warte mal, vielleicht geht's ja doch. Wenn ich da vielleicht so zwei Kartoffeln mal angenommen, eine Rübe, ich könnte ja selber mal probieren, oder? Ob das geht. Und vielleicht so und jetzt? Na? Muss man vielleicht doch erst ein Rezept haben, damit das klappt. Ich dachte nur, vielleicht können wir da ne, so eine Hühnchenbrühe oder so was machen, ne? Machen halt nur Gemüsesuppe. Ist ja auch wurscht. Gut. Viele Federn. Ach ja, hier wollte... Meine Güte, jetzt habe ich wieder das Süßwasser vergessen. Es ist schrecklich mit mir. Schrecklich. So, komm her. Furchtbar, wirklich. Muss ich echt sagen. So, zack, zack, zack. Rauf hier. Her. Ich wollte sagen, rauf hier. So, Süßwasser. Da. Ich kenne mich an meinem eigenen Floß nicht aus. Ah, herrlich. So, jetzt wäre es noch gut und schön, wenn wir den Haifisch jetzt noch killen könnten. Ich trinke mal ein paar Schluck. Das wäre jetzt noch ganz schön. Das wäre wirklich schön, schön. Dann hätte man eine Sorge weniger. Dann hätte ich nämlich Zeit zum Tauchen. Also mehr Zeit. Weil eine billige Angel bauen will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte mich jetzt aber auch in die Fluten stürzen.
Da ist er. Zack. Zack. Ich könnte mich auch in die Fluten stürzen und schauen, ob ich es noch beherrsche, den Hai zu verletzen. Oder ob er mich verletzt. Da ist er. Da kommt er. Gleich zumindest. Jetzt würde ich lachen, wenn schon zwei Haie sind, die uns attackieren könnten. Ja, dann hast du das gerichtet. Echt. Und? Zack. Au. Ja, das Timing war falsch. Hopp. Muss ich nochmal üben. Ich konnte das schon mal nicht so schlecht. Also wenn er Maul aufmacht, dann machen. Wo ist er? Da. Also, nicht vergessen, Zocki. Wenn er das Maul aufmacht, dann stichen. Mit Schwung. Komm her, du Fiesling. Hallo. Ich helfe dir beim Zähneputzen. Viech? Ich glaube, er ist satt. Ah, jetzt kommt er. Und zack. Jawoll. Hammer? Ist er tot? Na. Noch nicht. Der verträgt halt zu viel. Da können wir nochmal ein paar Erzelein schmelzen. Dann haben wir wieder Platz im Beutel. Da, blanken. Haben wir Platz hierfür? Jawohl. Was ich mit dem ganzen Laub anstellen soll, weiß ich auch noch nicht. So, das schmeißen wir weg. Eine Scharnier habe ich jetzt nicht gebraucht. Bolzen habe ich gebraucht, gell? Bolzen waren es. Federn. Nein, das falsche Fach hier. Federn. Scheint und Dings. Ah, Schrott. Ich bin dumm. Ich habe Schrott. Ich habe Schrott. Langsam. Zuerst den Bolzen. Na nü. Bolzen. So. Ein Bolzen. Und Seile. Baue ich gleich selber. Ist wurscht. Damit ich Platz sparen kann. So, zack, zack. Und erstellen. Sehr gut. Das packen wir hier dazu. Ja. Ich habe ein Bratzproblem. Bratzproblem. Verstehst? Ein Bratzproblem. Platzproblem. Ja. Soll ich jetzt echt einfangen? Fischen? Na, das ist ein ich weiß nicht. Ich bin unentschlossen. Ob ich jetzt fischen soll, ob ich den... Ich meine, der ist ja schon fast tot eigentlich, ne? Besser, wenn ich einen Haifisch platt mache. Dann habe ich auch recht lange Ruhe. Und da ist eh nur ein Lachs, den ich fisch. Kreuzkruze Türken. Hi, Fischi, Fisch. Au, Alter, das war jetzt gemein. Komm her, du. Ich stich die. Stich. Schau. Wieder abhaut. Ja, jetzt kommt er. So, aufpassen und. Zack. Hä? Hat das jetzt funktioniert? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nochmal. Und. Zack. Jetzt haben wir ihn erwischt. Komm nur, ich stich dich weg. Oh, Sauerstoff. So, runter. Da kommt er wieder. Und zack. Jawohl. Zweites Mal geht's nicht. Luft holen. Und den machen wir jetzt platt. Ist mir wurscht. Komm her. Komm nur. Und zack. Jawohl. Ah, sehr gut. Haben wir schon fertig. Ah, das ist jetzt auch praktisch, dass man eh drücken kann und den looten kann. Fix fertig. Super. Ich freue mich. Sehr nice. So, Luft holen. Und unseren Haken. Und gehen wir's an. Ich brauche jetzt mal bevorzugt Erze und Schrott. So. Da ist irgendwie... Die Insel ist ganz komisch. Ist überhaupt nicht mehr so, wie wir es kennen eigentlich. Kein Seetang? Oder bin ich jetzt einfach nur... Habe ich einfach nur Pech? Mal Luft holen inzwischen. So. Ich glaube, ich habe da echt Pech, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist nichts. Große Inseln sind scheinbar nicht immer toll. Muss ich mal schnaufen nebenbei. Da
heißt nix. Hä? Kann denn sowas die Möglichkeit sein? Darf das sein? Ich bin dafür, das darf nicht sein. Da ist echt nix. Nicht einmal Schrott? Oder bin ich jetzt einfach nur zu weit weggeschwommen? Das könnte auch sein. Da vielleicht. Dass ich hier noch Glück... Ich glaube, hier ist noch was. Da ist ein bisschen Schrott. Alter Schwede. Ein bisschen Steine. Da ist ein bisschen Schrott. Weil ehrlich, das ist nicht viel. Ne? Mal Luft holen. So. Ich habe jetzt mal die Muschel mitgenommen. Die brauche ich zwar eigentlich nicht wirklich. Die werde ich wahrscheinlich gleich wegschmeißen müssen. Weg. So, den Ton nehmen wir mit. Da wäre... Ist das jetzt Seetang? Das Ding schaut komisch aus. Hier wäre Seetang. Aha, jetzt haben wir sie hier, die Kupferdinger. Okay, wieder Luft holen. Es ist interessant. Ehrlich, hier haben wir Metall. Hier haben wir wieder Seetang. Aber wie es ausschaut, nicht alle Pflanzen, also nicht alle Seetangstauden haben welches. Da gibt es auch welche, die haben nichts. Ganz interessant. Da mal wieder Luft holen. Habe ich jetzt noch? Ja, die geht noch, die bisschen, die Flasche. Ganz interessant, muss man sagen. Aber schön ist so ein, ich sag mal, Korallenriff schon. Na. Da haben wir Sand, glaube ich. Ja. Schrott wäre mir noch lieb. Da haben wir was. Steine sind, glaube ich, nicht unbedingt Not. Können wir mitnehmen, ist wurscht. So, zack, zack und zack. Weil Seetang brauche ich wieder einen Haufen. Zack, zack, zack. Ah, das könnte... Na, jetzt ist die Ding hin. Der Haken. Ich brauche einen Bolzen. Okay, ich muss zurück zum Schiff. Dann bauen wir schnell einen Bolzen, dann kann ich mir einen neuen... Oh, da. Hai ist wieder da. Und die Möwe. Ah, okay, das habe ich versammelt. Hier. Hier war es, glaube ich, drin. Den tun wir weg. Den nehmen wir mit. Da machen wir einen Bolzen und einen Haken. Der Haken an der Sache. Jo. Das tun wir auch weg, das Kupfer. Jo, den Ton kann ich da mal wegtun. Für Sand habe ich hier keinen Platz. Die Muschel schmeiße ich weg, die brauche ich echt nicht. So viele Nester kann ich gar nicht brauchen, glaube ich. So. Haben wir einen Haifisch wieder da, ne? Da drüben ist er. Tun wir ihn ein bisschen mal trädieren. Und da müssen wir uns eh einen neuen Speer bauen. Na, komm mal her. Da frisst er mich wieder. Du bist lästig, weißt du das? Du, genau du. Und... Zack. Jawohl. So. Ich muss wieder zurück zum Korallendingsbums. Ich werde mal hier kurz an Land gehen. Damit ich sehen kann, wo der Hai ist und wie er kommen tut. Oder so mal. Kann ihn irgendjemand sehen? Ich derweil noch nicht. Es ist halt echt lästig mit diesem Mistviech. Naja, ich werde sowieso gefressen. Es ist ja wurscht. Also, angeknabbert. Ich brauche den Schrott unbedingt. Da wird man echt
nervös. Bei dem Viech. So, Sand nehmen wir noch mit. Ein bisschen Stein. Ein bisschen Luft holen. Ich gehe dafür sicherheitshalber an Land. Upp. Wenn ich nicht unabsichtlich angeknabbert werde. Alter. Ja. Jetzt wird es eh dunkel. Jetzt hole ich eh wieder aufs Floß zurück. Da haben wir noch ein bisschen Schrott. Aber ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, wir segeln weiter. Metall haben wir jetzt eh ein bisschen. Schrott haben wir auch ein bisschen. Können wir, glaube ich, uns die nächste Insel anschauen, damit das ein bisschen flotter geht hier, ne? Ich möchte schon noch gern endlich mal Dreck finden. Und ja. Oder soll ich doch noch einmal warten und nochmal kontrollieren, ob vielleicht doch noch irgendwo Metall ist? Bin schon wieder unentschlossen. So. Wir haben Schrott. Das heißt, ich werde mir mal als erstes versuchen, dieses Ding hier zu bauen. Ein bisschen Kunststoff brauche ich jetzt noch. Dass wir mal auf Reserve eine Vogelscheuche haben. Jack. So. Auf Reserve einfach eine Vogelscheuche, das passt. Die werde ich, wenn Platz ist, irgendwo reintun. Hier derweil. So. Wenn wir wieder Melönchen und so anpflanzen, ne, dass wir da auch sicherstellen können, dass das was wird. Jo. Steine. Tue ich auch hier noch ein paar rein. Jo. Aha. Was hören meine Ohren? Ein Haifisch knabbert uns an. Würdest du? Jetzt habe ich das Erz ausgerüstet, verstehst? Muss das sein? Mistviech. So. Gut. Hammer. Aha, warte, nichts mit Hammer. Gehen wir Hühnchenfleisch ernten, wenn wir Glück haben. Hä? Wo ist er? Also ober uns. Ja, das kann er haben. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es daran gelegen hat, dass wir der Möwe zu wenig zu essen gegeben haben. Dass wir deshalb keine Eier bekommen haben. Aber ist wahrscheinlich ein Schwachsinn. Oh, da sind wir ja durstig. Ist ja unwahrscheinlich. Ja, trink mal, Mädel. Trink nur. So. Bisschen Salzwasser. Gleich nachfüllen. So. Dann ist sie gleich hungrig. Ich sehe es schon. Dann gehen wir gleich mal unser Abendessen reinschmeißen. Mahlzeit. So, nom 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 nom. Und die auch noch. Nom 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 nom. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Machen wir wieder zu. Den Eintopf lasse ich, glaube ich, auch mal. Stattdessen werde ich mir wieder mal einen Lachs auf den Grill schmeißen. Ja. Gut. Der Lachs kommt auch wieder. Die Makrele kommt hier hin, der Lachs kommt dahin, das Fleisch kommt dorthin. Das sollte ich mal unbedingt kochen. So, jetzt haben wir schon wieder fast aufgeräumt. Das ist ja elegant. So. Ich wollte mich jetzt nochmal aufs Ohr hauen, glaube ich. Und hoffen. Gute Nacht. Dass wir noch ein bisschen Erz finden hier. Das wäre ganz optimal. Boah, da geht der Sturm. Es wäre schon bald besser loszusegeln. Weg hier. Da kommt er. Warten. Wow. Habe ich ihn erwischt? Ich hoffe. Bin mir da gerade nicht so sicher. Au. Ich habe ihn nochmal erwischt, glaube ich. Wenn es blutet, kann man es töten. Hey, ich habe ja gedrückt. Mistviech. Haifischbattle. Zack. Gleich nochmal hinterher, wenn es geht. Da wäre ein Schrottteil.
Muss ich aufpassen. Zuerst muss ich den Hai versuchen zu besiegen. Zack. Zack. Nochmal. Oh, mein Speer ist hin. Ich muss weg. So viel zum Hai besiegen. Hilfe! Ich werde gleich gefressen. Ich spüre ihn schon. Au. Ja, das war klar. Jetzt ist das Ding eingegangen. Kannst du dir das vorstellen? Ein Bolzi und Blanki würde ich brauchen. Ich komme nicht heim. Boah, alter Schwede. Das ist mal ein Wellengang, hä? So, Blankis und Metallspeer hergestellt. Passt. Sind wir schon wieder safe. Mistviech. So. So. Jetzt werden wir schauen, ob wir das Haifischviech nicht in die ewigen Haijagdgründe schicken können. Und dann kann ich hier noch vielleicht... Ich habe das Schrottteil gesehen. Hier. Das will ich so gern mitnehmen auch. Zack. Die Wellen sind so laut. Ich glaube, immer der Hai kommt. Aber das Mistviech sehe ich gerade nirgends. Ich bilde mir dann immer ein, dass ich gleich gefressen werde. Boah, schon übler Wellengang, muss man schon sagen. Ich werde vielleicht doch mal heimgehen. Wupp. Wenn die Wellen so stark sind, ist das nicht lustig. So. Ich glaube, wir segeln weiter, oder? Ich glaube schon. Machen wir uns hier vom Acker. Hier ist eh nichts mehr Gescheites zum Holen. So. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich will mal sagen, die Richtung. Ja. Ja. Komm her. Zack. Zack. Ich habe mir schon gedacht, dass du kommst. Aha, mir fehlen Blanken. Wer hätte denn das gedacht? Nein! Da. Adios! Wir hauen ab. So. Die Blanke nehmen wir mit, weil ich muss mein Flößchen reparieren. Bäh. So. Da irgendwo ist es, glaube ich, angeknabbert. Ich habe vergessen jetzt wieder wo. Ja, das habe ich hervorragend gemacht. Kann man nichts dagegen ausrichten, sagen. Da drüben müsste doch irgendwo angeknabbert haben, oder? Da. So. Ich habe mein Orientierungsproblem. So, dann. Zack. Hier sind wir soweit fertig. Dann können wir. Warte, was brauche ich jetzt für die Flasche? Kunststoff und Glipper. Kunststoff haben wir da. Und den Clipper haben wir da. Dann kann man gleich ein Flascherl machen, ein neues. So. Huch. Aufheben bitte. Danke. Also eine Flasche herstellen. Und dann brauchen wir hier das Taucherwerkzeug. Hier Seile. Das ist überhaupt kein Problem. Und Clipper habe ich zu wenig. Wer hätte das denn gedacht? Seile haben wir da. Und dreimal Clipper noch. Das ist nicht schlimm. Das können wir gleich herstellen. Einmal, zweimal. Blanken platzieren natürlich. So, dann haben wir wieder eine neue Taucherflasche. Das ist fein. So, ich gehe mal rauf. Schauen. Ja, wir bewegen uns in die Richtung. Da oben ist wieder eins. Eine Insel, eine neue. Das ist sehr gut. So, eine Schüssel wäre fein. So und so. Bitte. Danke. Dann essen wir mal. Mahlzeit. Nanu. So, da kommt Blanken hin. Damit das Lachsel auch ein bisschen hier geschmort wird. Dann braucht die Zocki keinen Bogen. Nein. Ich brauche Gemüse. Einmal, zweimal, einmal, zweimal. So, leckeres Gemüse. Das werden wir gleich wieder kochen. Ich könnte auch mal wieder so ein Kompott kochen eigentlich. Zack, zack und zack. Ein Kompott wäre auch mal nicht schlecht. So ein Kompott ist ganz kamott. So, nom nom nom.
Und nehmen wir mal ein paar Makrelen, oder? Oder warte, kochen wir das da. Von dem Klumpert haben wir eh so viel. Von dem Haifisch-Dings da. So, genau. So, wieder in die Truhe zurück. Passt. Dann müsste ich hier noch eine Truhe herbauen, eine zweite. Habe ich die verkehrt hingestellt? Ich glaube. Ich bin so schlau. Eine zweite Truhe herstellen, hinstellen. Also hier für Fleisch, dafür Gemüse und Obst, würde ich sagen. Ungefähr. Circa in etwa. Ja. Zack, so ist mal meine Vorstellung. Ciao, ciao. Tschüssi. So. Oh, der Part ist auch zu Ende. Wie schauen wir aus? Wir sind in der Nähe. Gut. Also jetzt, wir segeln drauf zu, so wollte ich sagen. In der Nähe sind wir noch lange nicht, aber wir segeln drauf zu. Gut. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Irgendwie segle ich da so richtig? Muss sein, ne? Wenn man in die Richtung, wenn wir näher kommen, müsste schon passen. Dann muss ich Ruhe geben. Ja. Aber das Segel ist irgendwie verkehrt herum. Wow. Also das muss da mal zusammenbringen, oder? Genau da reingefallen. Hier. In welche Richtung? Die Richtung segeln wir, oder? Da muss ich das drehen. Hoppala. So. So sollte es passen. Aha, die Möwe randaliert schon wieder. Mein Clipper. Ach, ich komme nicht schmeißen. So, was wollte ich sagen? Einen Clipper brauche ich jetzt noch. Mach. So. Hi. Part wollte ich beenden, Herrschaftszeiten. Genau. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Der Hai frisst uns das wieder weg. Jawohl, bin zu spät. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das hier schaut, das Desaster hier. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.